Hallo, heute geht es um Koriander und glaub mir, es gibt keine zweite Pflanze in meinem Garten, die ich gleichzeitig so wenig gerne esse und dann am Ende, je nachdem wie sie vorliegt, dann doch gerne in der Küche habe. Ich zeige euch heute, wie man Koriander anbaut, wie man den Samen für die Küche gewinnt und am Ende gibt es dann auch noch ein Rezept. Also mit Koriander, das ist schon zugegeben wirklich komisch. Ganz viele mögen Korianderblätter sehr, sehr gerne. Die anderen gar nicht. Und zur letzterer Gruppe gehöre ich auch. Korianderblätter finde ich widerlich. Muss ich einfach so sagen, die schmecken in meinem Mund wie Seife. Allein die Pflanze riecht schon ekelhaft, deshalb steht die auch hier im Garten im letzten Beet. Bei dem Samen hingegen ist das wiederum was ganz anderes. Den esse ich komischerweise sehr gerne. Der Anbau war wirklich sehr, sehr einfach, hat super funktioniert. Ich habe den nicht direkt in die Erde gesetzt, sondern Ende April in kleinen Töpfen vorgezogen. Mitte Mai kam er dann direkt ins Beet und sieht erstmal sehr ähnlich aus wie Petersilie. Im Juli hat er dann angefangen zu blühen und der Geruch war für mich wirklich sehr, sehr unangenehm. Sah trotzdem ganz gut aus. Da der August sehr nass war bei uns, musste ich einen trockenen Tag abwarten, um dann die ganzen Pflanzen zu ernten und für eine weitere Woche zu trocknen. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, hier raus den Samen zu bekommen. Zur Saatgutentnahme gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier wirklich nicht so viel, deshalb werde ich das gleich alles mit der Hand abreißen. Im letzten Video, wo es um die Radieschensamen geht, hat eine Zuschauerin, die Annette, eine sehr gute Idee in die Kommentare geschrieben. Und zwar, dass man das Ganze in Kopfkissenbezug steckt und einfach draufhaut. Dann gehen die Samen ab und man kann hinterher alles aufsammeln. Das mache ich in dem Fall nicht. Ich habe hier meine weiße Styroporschale. Ich habe keine Ahnung, wo die her ist. Ich glaube, das war mal was von der Verpackung. Der Vorteil ist, man sieht jeden Samen, man sieht aber auch noch kleine Tiere, die da drin sind. Und man kann dann restliche Blätter und so einfach da rauspusten am Ende, weil die leichter sind. So, und ich fange jetzt einfach mal an, die Dinger hier abzureißen. Das Einzige, worauf ihr bei der Ernte achten solltet, ist, dass die Samenkörner schon relativ braun und trocken aussehen. 10 Stunden später, das ist die Ausbeute. Na gut, es waren 20 Minuten, aber ist auch okay. Da sind jetzt noch trockene Äste, Blätter und andere Sachen dabei. Das muss jetzt noch ein bisschen gereinigt werden. Aber dann glaube ich, kann ich ganz zufrieden sein mit der diesjährigen Ernte. Mehr Informationen über den Anbau von Koriander gibt es wie immer bei stepview.de. Das Profil verlinke ich euch mal. Das hier ist die Ausbeute von diesem Jahr. Da bin ich mehr als zufrieden mit. Das wird jetzt noch eine Woche ungefähr auf einer Zeitung getrocknet, weil ich nicht möchte, dass sich dann vielleicht auch Schimmel bildet, den man gar nicht sieht und dann mit isst. Und dann kommt das, wie alle Kräuter, in dunkle, luftdichte Gefäße. Und wir gehen jetzt mal in die Küche und dann zeige ich euch ein Rezept, was man mit Koriandersamen machen kann. Bis gleich. Das Rezept, was ich euch mit Koriander zeigen möchte, ist ein roter Linsensalat. Der Vorteil von roten Linsen ist, man muss sie nicht über Nacht einweichen und sie sind innerhalb von ca. 10 Minuten gar. Die Zutaten. Ich habe hier 100 Gramm rote Linsen, also das ist Vorspeise für 2 Personen oder einfach eine Beilage. Dann an frischen Zutaten 2 Tomaten, 1 Zwiebel, 2 Zehen Knoblauch und 1 Möhre. Hier habe ich ca. 20 ml helle Sojasauce und an Gewürzen einmal den Koriander, schwarzer Pfeffer, Meersalz, Kreuzkümmel und 1 getrocknete Chili. Um den maximalen Geschmack aus den getrockneten Kräutern zu bekommen, werde ich diese ganz kurz in dieser Pfanne hier erwärmen. Auf keinen Fall anrösten, also wir brauchen hier keine Röstaromen oder sowas. Die müssen nur kurz erwärmt werden, dass die ätherischen Öle sich besser entfalten können. Um diese Kräuter hier zu rösten, reicht es mir,
dass ich eine sehr heiße Pfanne habe. Das reicht dann auch schon. Und damit man das besser mörsern kann, kommt jetzt noch ein bisschen grobes Meersalz da rein. Schon ist unsere frische Gewürzmischung fertig. Die Zwiebel, die Möhren, der Knoblauch, die zwei Tomaten sind gewürfelt, nicht allzu fein. Die Arbeit braucht man sich nicht zu machen. Und die kommen jetzt mit etwas Öl in die Pfanne und dann kommen die Linsen dazu, die Sojasauce und die Gewürze. Da die getrockneten Linsen einiges an Wasser aufsaugen, sollte man ständig sehen, dass noch genug Wasser drin ist und nach Bedarf noch etwas hinzufügen. Das Ganze lässt man jetzt bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten köcheln, bis die Linsen gar sind. So, fertig. Das Ganze hat jetzt ca. 10 bis 12 Minuten gedauert. Ob die Linsen gar sind, erkennt ihr daran, indem ihr sie probiert. Für mich dürfen die gerne noch so ein bisschen al dente sein, also weich gekocht sollten die eh nicht sein. Und ich probiere das Ganze jetzt mal. Sehr lecker, leicht scharf und sehr schnell zubereitet. Geruch und Geschmack sind wirklich sensationell, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass die meisten von den Kräutern nicht irgendwo aus Asien kommen, sondern aus dem eigenen Garten. Ich hoffe, ich konnte euch Koriander mit diesem kleinen Video etwas näher bringen. Der Anbau ist einfach. In der Küche ist er relativ vielseitig. Sowohl die Blätter als auch die Samen, die wesentlich besser schmecken. Aber das müsst ihr für euch selber herausfinden. Neben diesem Rezept gibt es natürlich noch massig andere Rezepte. Zum Beispiel Koriander als Brotbackzutat. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, kauft euch Koriander, aber dann die ganzen Samen und nicht als Pulver, weil da viel zu viel Aroma verloren geht. Und dann probiert das einfach mal aus und schmeckt euch das, ab damit in den Garten nächstes Jahr. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Ausprobieren dieses Rezeptes. Ihr könnt es nach euren eigenen Wünschen abändern. Ihr wisst ja, wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder eine Weiterempfehlung. Bis dahin alles Gute, macht's gut und ciao.